Hallo, liebe Flugbegeisterte. Lassen Sie uns über einige unangenehme Wetterbedingungen sprechen, die Piloten unbedingt vermeiden sollten. Glaubt mir, ihr wollt euch nicht mit diesen bösen Jungs anlegen. Zuerst haben wir Gewitter. Und die sind wie die Tyrannen des Himmels. Sie können Blitze, Hagel und verrückte Winde auf dein Flugzeug schleudern. Halten Sie sich also von ihnen fern, sonst riskieren Sie eine Tracht Prügel. Mit Gewittern ist nicht zu spaßen und man sollte sich auf keinen Fall mit ihnen anlegen. Sie können aus dem Nichts auftauchen und ernsthafte Probleme verursachen. Wir sprechen hier von starkem Wind, heftigem Regen, Blitz und Donner. Nicht gerade eine Party am Himmel. Aber halt, es kommt noch schlimmer. Blitze können ihre Instrumente und Systeme stören und Hagel kann ihr Fahrzeug beschädigen. Behalten Sie also die Wetterberichte und Vorhersagen im Auge. Wenn Sie ein Gewitter auf sich zukommen sehen, versuchen Sie es zu umfliegen oder zu überfliegen. Und wenn Sie es nicht vermeiden können, werden Sie langsamer und bleiben Sie auf einer sicheren Höhe, um Turbulenzen zu vermeiden. Nächster Punkt. Vereisung. Nein, wir reden hier nicht über den Zuckerguss auf dem Kuchen. Das ist der Fall, wenn Ihr Flugzeug zugefroren ist, was ein absolutes Ärgernis ist, weil es dann schwieriger zu fliegen ist. Meiden Sie also Gebiete, in denen dies passieren könnte, oder holen Sie Ihre Vereisungsschutzausrüstung hervor. Kennst du das unheimliche Gefühl, wenn du die Hand vor deinem Gesicht nicht mehr sehen kannst? Ja, das ist es, was Nebel mit deiner Sicht. Fliegen Sie nicht hinein, es sei denn, Sie wollen mit der Landebahn Verstecken spielen. Beim Fliegen im Nebel müssen Piloten besonders vorsichtig sein und sich auf ihre Instrumente verlassen, um zu navigieren. Sie können nicht einfach mit den Augen fliegen, wie Sie es normalerweise tun würden. Sie müssen sicherstellen, dass Sie den Instrumentenverfahren folgen und sich von anderen Flugzeugen fernhalten. Starke Winde kann auch ziemlich unangenehm sein. Betrachten Sie starke Winde als den lästigen kleinen Bruder der Wetterbedingungen. Sie können Ihr Flugzeug wie eine Kugel in einem Flipperautomaten herumhüpfen lassen. Vermeiden Sie sie, wenn Sie können. Oder lernen Sie, wie Sie mit ein paar Seitenwindfähigkeiten wie ein Boss landen. Aber im Ernst, diese Wetterbedingungen können gefährlich sein und Unfälle verursachen. Bleiben Sie also informiert und treffen Sie kluge Entscheidungen, wenn Sie in der Luft sind. Viel Spaß beim Fliegen.